Kann es sein, dass sie so ein bisschen schielt oder so? Oh Gott, an wen erinnert sie mich? Nein. Was auch immer, das ist ein Laden. Nett haben sie es hier, das ist ein Laden. Sie würden echte Qualität nicht mal erkennen, wenn sie ihnen ins Gesicht sprenge. Ja. Deswegen trage ich auch mal, nehme ich auch immer die besten Waffen mit. Oder so, halb zumindest. Haben Sie Angst, die Ghoul könnten versuchen, nach Tenpenny zu kommen? Wenn sie hereinkämen, würden sie alles vollschleimen. Man kann sie meilenweit riechen. Ich hoffe, sie kommen wieder und werden vom Sicherheitsdienst getötet. Ich werde mit den Ghoulen schon fertig. Viel Glück. Ich werde mich besonders bemühen, mich von ihrer Art von Ärger fernzuhalten. Viel Glück. Ja, danke. Wie ist das Leben... Wie ist das so, das Leben in Tenpenny Tower? Tenpenny bietet einen exklusiven Lebensstandard. Schauen Sie nur mich und meinen Laden an. Qualität dieser Art finden Sie einfach nirgendwo sonst. Ja. Gut, dass der Turm nach dem Krieg noch eine gesunde Bausubstanz hatte. Dieser Ort fühlt sich mehr wie ein Gefängnis an als ein Zuhause. Schweigen. Gepflegte Unterhaltung gibt's im Ödland wohl nicht, was? Sie müssen ganz schön tough sein, um da draußen zu überleben. Schon mal einen Ghoul getötet? Ich könnte einen Ghoul oder zwei umbringen, wenn ich müsste. Wenn ich einen Ghoul sehe, drehe ich meistens um und gehe in die andere Richtung. Ghoul sind in Ordnung. So. Das glaube ich Ihnen. Reden Sie mit Gustavo. Er kann Leute wie Sie gebrauchen. Sie könnten die Ghoule in den Tunnels ein für alle Mal eliminieren. Dann kommen halt andere vorbei. Naja. Ich würde gern mit Ihnen ein Geschäft machen. Erzählen Sie mir von Alistair Tenpenny. Er verbringt die meiste Zeit in seiner Penthouse-Suite. Solange wir die Miete zahlen, lässt er uns hier leben. Bis zum nächsten Treffen. Selbst nach einer Apokalypse scheint es immer noch geldgierige Säcke zu geben. Hallo. Naja, was soll's. Mal schauen, ist hier noch was? Was haben wir hier? Wellness Center, sagst du, ja? Guten Abend. Mir würde es noch besser gehen, wenn ich irgendwie an Kaviar rankäme. Aber man kann ja nicht alles haben. Was? So. Dies hier ist die Tenpenny Wellness Klinik und ich bin Dr. Benfield. Ich sorge für die Gesundheit der Ansässigen hier. Aha. Ich habe schon gehört, dass Ärzte einen Haufen Kronkorken scheffeln. Arzt zu sein ist ein großartiger Dienst an der Gemeinschaft. Ja, die Heilkunst ist in der Tat eine bereichernde Tätigkeit. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Ich bin verletzt, ich brauche Hilfe. Was wissen Sie über die Ghoule? Von Strahlung befreien? Ich würde gerne ein Geschäft machen. Erzählen Sie mir von Alistair Tenpenny. Er ist der Vermieter und wir bekommen ihn fast nie zu Gesicht. Musste ihn mal wegen wundgelegener Stellen behandeln, wenn Sie wissen, was ich meine. Oh Gott. Warten Sie, erzählen Sie ihm bloß nicht, dass ich das gesagt habe. Naja, passt schon. Ärztliche Schweigepflicht und so ist schon klar. Von Verstrahlung befreien, wie ist das Leben und Ghoule... Die Leute hier sind gesund. Sie essen gut und haben ein festes Dach über dem Kopf. Mhm. Es ist sicher schön, wenn die Patienten ihre Rechnung zahlen können. Ich war ein bisschen schockiert darüber, wie gesund alle aussahen. Tenpenny ist sehr wählerisch. Er lässt nicht jeden hier rein. Einwanderfreie Gene und Lebensbedingungen sorgen für eine relativ gesunde Umgebung. Mhm. Sauberes Wasser ist natürlich immer noch ein Thema. Aber wir haben genug Medikamente, um die Strahlenkrankheit in Schach zu halten. Deshalb gestattet er den Ghoulen auch nicht, hier zu leben. Warum sollte er ein gesundes System untergraben? Weil alle anderen sowieso krank sind. Geisteskrank. Ich knall die Ghoule erst ab und stell erst dann Fragen. Gut, dass diese Wände so hoch sind. Sicher, sie sehen seltsam aus, aber sie sind kein krankes Ungeziefer. Gut, dass sie wieder hoch sind. Ja, dadurch werden die Ghoule daran gehindert, hier reinzukommen. Mhm. Was wissen Sie viel über die Ghoule? Eine derzeitige Theorie ist, dass die Ghoule durch ihre destruktive Krankheit früher oder später alle in blindwütige Killer verwandeln werden. In Ödland Zombies mit einer Vorliebe für rohes Menschenfleisch. Sie können nicht geheilt werden. Auch gibt es nichts, um ihre Symptome zu lindern. Alles in allem sehr traurig. Ich kann mich um dieses Problem kümmern, ein für alle Mal. Nehme mal nicht an, dass Sie die Ghoule zu Ihrer kleinen Theorie befragt haben. Ja. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich habe noch einiges zu tun. Ja, passt schon. Ich muss jetzt gehen. Und immer daran denken, Hände weg von den Drogen. Es sei denn, ich verschreibe sie. Ich muss mal kurz gucken. Vielleicht hat er
Item, was interessant sein könnte. Aber ich glaube eher weniger. So. Wir lernen mal halt ein paar Leute kennen und werden sehen, dass ich eigentlich wenig Bock habe, die ganzen Ghoul abzuknallen, weil mir die Typen hier irgendwie unsympathisch sind. Was? Hallo. Hallo. Hey, was geht ab? Ich glaube, ich werde bald mal dieses Leguan-Sandwich probieren, das Mr. Tenpenny immer bestellt. Ach ja. Leguan-Sandwich. Hm. Wer liebt denn sowas nicht? Schon was denn da? Ich könnte überall reingucken, aber an sich gucke ich nur, ob hier irgendetwas ist, was von Interesse sein könnte. Einfach nur mit drob rüber geguckt. Sollte mal vielleicht so ein Klick runter gedreht. Gehen wir mal hier hoch. Oh, Whisky. Schon. Eine Mülltonne ist nichts. Kommt, glaube ich, auch gut, wenn man in einer Mülltonne rumkramt in so einem Haus. Obwohl. Ja, damit, was hast du? Der hat nichts zu sagen. Mal schauen, was gibt's hier noch. Gerade Feuer zum Tenpenny Tower. Briefkasten leer. Eine Tür. Machen wir mal das Radio aus, das Knirschen nervt. Oh, hallo. Hallo. Herbert Daring Dashwood. Halt das Ding an. Forschungsdatenbank. Eine Cam. Aber hier ist sonst nichts mehr. Okay, reden wir mal mit ihm. Herbert Dashwood. Verdammt nett, Sie kennenzulernen. Nennen Sie mich Daring. Macht hier sowieso jeder. Daring, der Mutige, wette, Sie mussten sich diesen Nicknamen verdienen. Sollten Sie nicht schlafen oder so, schweigen. So als Hintergrund, wenn wir Galaxy News Radio an hätten, würden wir ab und zu die Geschichten über Herbert Daring Dashwood hören. Aber da leider dadurch ein paar Probleme entstehen könnten, lasse ich's. Es sei denn, ich werde so lange im Spiel einfach rumstehen und irgendwann einfach die Geschichten anmachen. Also halt Galaxy News Radio außerhalb, also offscreen sozusagen, anlassen. Und erst wenn die Geschichten anlaufen, dass ich die dann anmache. So, machen wir aber schweigen. Keine Lust zum Reden, was? Wenn Ihnen langweilig ist, sollten Sie mal wieder Abenteuer erleben. Das Risiko kann ungemein motivieren, glauben Sie mir. So habe ich's jedenfalls gemacht. Damals. Erkennen Sie das GNR-Radio-Hörspiel? Die Abenteuer des Herbert Daring Dashwood? Ach, da geht's um mich. Ja, das meinte ich. Verdammt, ich hatte sogar mal einen Ghoul-Diener. Sagen Sie, haben Sie jemals einen Ghoul kennengelernt? Ja, klar, kenne ich eine Menge Ghoul, hab auch schon einige umgelegt. Was mich noch mehr nervt als Ghoul sind alte Knacker, die mir Befehle erteilen. Klar habe ich Ghoul getroffen, sie versuchen auch nur über die Runden zu kommen. Sie haben in Ihren jungen Jahren offenbar auch schon einiges an Erfahrung gesammelt. Glückwunsch! Und wie war das mit GNR? Haben Sie noch nie Radio gehört? Ne. Die Abenteuer von Herbert Daring Dashwood? Der Typ im Radiosender hat sie vor ein paar Jahren produziert. Er hat das im Stil der Vorkriegssendungen gemacht. Lief ganz gut. Und alles ist wahr. Rocopolis, Miss Chase... Ja, einfach alles. Natürlich stellen Sie mich darin ein wenig als Trottel dar. Argyll hat mir öfter die Haut gerettet. Aber ich war auch nicht schlecht. Ach, was für Zeiten. Oh ja, Nostalgie. Was gibt es über Argyll zu erzählen? Argyll war mein Diener. Oder genauer gesagt, der Typ, der mir immer wieder die Haut gerettet hat. Nun, er war ein Ghoul. War schon vor dem Krieg hier. Wir begegneten uns, als ich im 41 die Freundin ausspannte. Seitdem waren wir enge Freunde. Ja, kennt man ja. Wir wurden vor langer Zeit getrennt und haben uns nie wiedergesehen. Wenn Sie Argyll da draußen finden, sagen Sie mir Bescheid, okay? Ach, kennt man ja. Also, ich spann einfach irgendeinem Typen die Freundin aus und auf einmal bin ich mit ihm super eng befreundet.
Normal. Wer das schon mal erlebt hat, einfach in die Comments schreiben. Ich wette, Sie wissen ein paar Dinge über diese Ghule. In den Metro-Tunnels nicht weit von hier leben ein paar Ghule. Viele sind wild, aber eine Handvoll von ihnen scheint recht kontaktfreudig zu sein. Ich habe versucht, meinen Mitmenschen zu erklären, dass nicht alle Ghule Monster sind, aber das scheint sie nicht zu interessieren. Die intelligenten Ghule sollten unseren schießwütigen Beschützern fernbleiben. Wenn aber viele Wilde dabei sind, können sie die Wache überwältigen. Ich kann mich um diese Ghoul-Angelegenheit kümmern, kein Problem. Überlassen Sie das lieber jungen Leuten, alter Hase, klar, mir egal. Sie haben Glück, dass alte Leute viel Geduld haben. Aber wenn Sie Ihr Glück überstrapazieren, werde ich Ihnen ein paar Lektionen erteilen. Das will ich sehen, alter Mann. Das will ich sehen. So, wir können uns auch sein Terminal angucken. Hallo Daring, möge der Herbst Ihres Lebens genau wie Ihre Jugend mit Wunder und Abenteuer erfüllt sein. Menschen, Orte, Ungeziefer. Menschen. Miss Crack. Nee. Ach, King Crack. Der alte Craggy, der König von Rockopolis, er bot mir und Argal damals im Sommer 48 Unterschlupf im Luftschutzkeller. Leider kam es zu einem kleinen Vorfall mit seiner Tochter und wir wurden verbannt. Ein paar Jahre später haben wir den Luftschutzkeller wieder aufgesucht, aber Craggy war wenig begeistert davon, dass wir die Sklavenhändler in seine versteckte unterirdische Stadt gelockt hatten. Da habe ich Argel zum letzten Mal gesehen, genau nachdem er mir zum 100. Mal die Haut gerettet hatte. Miss Penelope Chase. Fräulein Penelope Chase, diese hinterhältige Hure, die hat alles verdient, was sie bekommen hat. Destiny, ciao. Meine liebste Destiny, herrlichste aller Huren und Inhaberin des Blue Destiny Bordells. Ah ja. Einer der bezauberndsten Damen, denen ich je die Freude hatte, Freude zu bereiten. Aha. Leider starb sie im Sommer 49 an Cholera, ein Ereignis, durch das das Bordell für immer geschlossen wurde. Mhm. Na, sehr lecker. Argyle, der beste Diener, den man sich wünschen kann. Zäh, treu und ein verdammt guter Freund, auch wenn er wie ein Sack mit verrottetem Fleisch stank, aber als Ghoul hat man wohl keine Wahl. Zuletzt hatte ich Argyle vor Jahrzehnten in Rockopolis gesehen. Ich weiß, dass er immer noch da draußen ist. Irgendwo. Harmon Jurley, Sklavenhändler, Anführer der psychotischer Menschenfresser, ca. 2250. Siehe Eintrag zu Paradise Falls. Orte. Paradise Falls. Die gefährlichste Müllhalde im Ödland der Hauptstadt. Die Sklavenhändler dort haben alles ohne zu zögern verkauft. Und soweit ich gehört habe, ist das heute immer noch so. Zu meiner Zeit waren sie allerdings wesentlich desorganisierter. Ihr Anführer war ein psychotischer Dreckskerl namens Harmon Jurley, dem man nachsagte, dass er alle Sklaven auffraß, die er nicht verkaufen konnte. Njam, 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 njam. Lecker Menschenfleisch. Eine unterirdische Stadt, eigentlich keine schlechte Leistung, aber ihr Anführer König Crack isolierte sich zu sehr von der Außenwelt. Okay, ich habe die Sklavenhändler also versehentlich hergeführt und diese Bastarde haben den Ort ausgebeutet. Es war wirklich ein Fehler. Bordell Blue Destiny. Das beste verdammte Bordell im Ödland der Hauptstadt. Harter Stoff und zartes Fleisch. Wurde im Sommer 49 geschlossen, als die meisten Damen an Cholera starben. Underworld. Eine Stadt der Toten. Oder der Untoten, wie man sagen könnte. Underworld war und ist eine Ghoul-Siedlung, die in einer alten Kunstausstellung des Museums für amerikanische Kunst eingerichtet wurde. Argyle und ich waren häufiger da. Ich wurde sogar zum Ehrenghoul des Jahres 51 gewählt. Ich sollte der Stadt irgendwann wirklich mal wieder einen Besuch abstatten. Megaton. Eine Stadt, die um eine nicht explodierte Atombombe herum errichtet wurde. Genau meine Stadt. Megaton ist jetzt ganz gut befestigt, aber zu meiner Zeit war es noch wesentlich verfallener. Guter Ort für einen Drink oder eine Mieze. Ich habe gehört, dass jetzt sogar Moriarty seinen eigenen Laden hat. Sollte mich eigentlich nicht verwundern. Dieser Typ lungert schon hier herum, seitdem er als Kind in dieses Land kam.